7. Juli 1943. Seit 3 Tagen tobt die größte Panzerschlacht des Krieges, die die Entscheidung bringen soll. Über 7000 Panzer stehen sich gegenüber. Friedhelm hatte recht. Die Rote Armee war auf uns vorbereitet. Die Verluste sind riesig. Wir hoffen seit Tagen auf Verstärkung. Zwei Kilometer von hier gibt es eine Telegrafenstation. Ihre Aufgabe ist es, sie zusammen mit der zweiten Gruppe zu nehmen und zu halten. Gibt es Panzerunterstützung? Der Widerstand der Russen ist heftiger, als wir dachten. Wir haben die Hälfte der Panzer und 40% der Besatzung verloren. Es gibt keine Unterstützung, weil alle Reserven schon im Kampf stehen. Sie werden die Station erobern und halten, unter allen Umständen. Keine Feindbewegung. Wir sind hier. Die Telegrafenstation ist 300 Meter nordöstlich. Das ist dort. Die erste Gruppe. Die zweite Gruppe geht vor. Die erste Gruppe folgt dicht und die dritte Gruppe hält etwas Abstand und gibt Feuerschutz. Verstanden? Jawohl, jawohl. Auf geht's, Mädels! Marsch! Laden und entsichern! Marsch, 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 marsch! Was ist denn los? Du gehst vor! Zum Durchgang. Erste Gruppe führt. Los! Sei bei euch, Winter, sichern. Thank you.
Wo ist Oberleutnant Winter? Wo ist die verdammte Verstärkung, Mann? Wo bleiben die? Lass uns hier was geht's, Herr Oberleutnant, Nachricht von Hauptmann Feigl. Bei Orell ist der Russe zum Angriff angetreten. Und die Alliierten sind auf Sizilien gelandet. Das ist der Zwölf-Fronten-Krieg. Es heißt, der Führer hat das zweite SS-Panzerkorps aus der Front genommen, um es nach Westen zu verlegen. Und die Luftwaffe hat nicht mehr genug Treibstoff für Luftunterstützung. Wir brauchen hier unbedingt Verstärkung. Tut mir leid. Dann haben wir keine Chance, Kurs zu erreichen. Sie sollen bis zum Morgen ruhen. Aber Ihr Auftrag lautet weiterhin, die Telegrafenstation unbedingt einnehmen und halten. Ganz Sizilien wird aufgegeben und meine Männer werden in den Straßen geholfen! Ablöse. Du hattest recht. Wir bringen nur das Schlechteste in uns hervor. Ja, ich weiß. Aber das ändert nichts daran, dass wir morgen wieder da rausgehen und kämpfen. Bis niemand mehr übrig ist. Genau. Bis niemand mehr übrig ist. Wie viele sind gefallen in den 2 Jahren, die wir kannten? Hm? Schneider, Dorgalow, Werbinski, Bertok. Einfach so. Hör auf! Es wird erst aufhören, wenn es zu Ende ist. Hast du das noch nicht begriffen? Wir sind menschliches Vieh für die großen Schlachthöfe. Heute sind wir Helden, morgen sind wir Schweine. Das macht doch keinen Sinn! Es gibt keinen Sinn! Gott hat uns verlassen! Es gibt nur uns! Kein scheiß General, kein Führer, nur uns, diese Männer da draußen! Und wenn wir morgen rausgehen und verrecken, gut, dann soll das so sein. Aber du wirst uns führen, das erwarte ich von dir. Don't!
dafür. Gott. Dafür. Thank you.